Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel von dem Tobias, die Videoleuchten. Aber hier ist heute mal nicht der Tobias, ich bin der Hannes und mache hier mal ein kleines, ja, Gastvideo für euch. Ihr könnt mich auf YouTube finden, wenn ihr nach Mr. Garvin Video sucht. Ich mache auf meinem Channel verschiedene Sachen, von Unboxings, Tutorials bis zu Reviews, Screencasts und noch einiges mehr. Ja, schaut vorbei, Mr. Garvin Video. Ich mache heute hier, wie gesagt, eigentlich das Gastvideo und habe heute zwei Apps für euch im Gepäck. Und diese stelle ich euch einfach mal vor. Ich habe sie momentan auf dem iPad. Es sind aber Apps, die sind, ja, universal. Ihr spricht, man kann sie auf dem iPod nutzen, iPhone und auf dem iPad. Und sie kosten auch nicht allzu viel, sind sehr erschwinglich. Ja, wie gesagt, es sind zwei Apps, man sieht sie auch schon. Es geht hier einmal um Living Earth und um Raken. Ich fange mit Living Earth gleich mal an und, ja, legen wir los. Hier ist diese App schon. Man sieht, man hat hier, ja, die Erde und diese dreht sich momentan ein ganz kleines bisschen, vielleicht erkennt man das auch schon. Und das ist auch schon die ganze App. Man kann sich jetzt denken, ist schon alles. Nein, ist es natürlich vom Ding her nicht. Man sieht hier, vielleicht erkennen es einige, dort auf der Seite ist es dunkel, auf der ist es hell. Das Spannende ist, die Erdkugel zeigt hier live an, wie es gerade auf der Erde aussieht, mit den Wolkenbildern. Es ist alles wirklich live. Und frisch geupdatet wird es auch immer. Sprich, ich habe es jetzt hier momentan auf Kiel fixiert, denn dort wohne ich. Das ist natürlich in Deutschland, würde ich es nicht wissen, aber es sollten eigentlich alle wissen. Hauptstadt von Schleswig-Holstein. Und ja, da lebe ich halt und habe natürlich diesen Ort jetzt ausgesucht. Und man sieht, hier ist es dunkel. Wir haben es jetzt 20.48 Uhr gerade. Und dementsprechend ist es auch schon dunkel. Und man sieht hier die Lichter, da erkennt man das. Wenn wir jetzt mal nach Hollywood zum Beispiel wechseln würden, und das sieht man hier, Hollywood in Florida, also unten in Amerika, also untere Hälfte von Nordamerika. Dort ist es jetzt natürlich hell, dort ist es jetzt 14.48 Uhr, wie man hier oben erkennen kann, sprich die Zeit wird mit dem Ort zusammen angezeigt. Gehen wir zurück nach Kiel, es ist wieder 20.48 Uhr, Ortszeit jetzt bei uns. Das ist schon mal eine Funktion, man kann halt die Erde betrachten, sieht die Zeit im jeweiligen Ort. Wenn man jetzt ganz genau hier oben hinguckt, ich mache das Ganze mal ein bisschen kleiner hier, die Erde, man kann sie natürlich drehen, man kann reinzoomen, rauszoomen. Ich mache das mal kleiner, um das hier oben anzuvisieren, diesen kleinen Punkt hier, ich versuche mal ein bisschen reinzugehen. Man sieht hier, es ist 6 Grad, sprich es zeigt die Temperatur an. Man sieht hier eine Wolke mit, ja, Regentropfen, das heißt, es soll wohl regnen, finde ich nicht so toll. Und dann sieht man hier noch Sunrise und Sunset. Das Ganze heißt natürlich, wann die Sonne aufgeht und wann sie untergeht. Wir sehen jetzt zum Beispiel, 8.04 Uhr geht die Sonne auf, das ist natürlich auf heute bezogen, und um 18.03 Uhr ging diese unter. Das ist auch schon mal eine Funktion, es zeigt halt Daten des Ortes an. Finde ich natürlich auch eine tolle Sache. Und hat natürlich auch noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Wir gehen erstmal wieder hier zum Uhrzustand zurück, dass ihr wieder alles seht. So, wenn wir jetzt einmal nach unten schauen, sieht man hier links noch eine kleine Palette an Möglichkeiten, die man einstellen kann. Wenn wir noch ein bisschen reinzoomen. So. Wir haben hier mal dieses rechts, das ist so ein kleiner Stab, er soll die Erde darstellen und so ein Kreisel drumherum. Das sorgt dafür, dass die Erde sich bewegt. Wir klicken einfach mal drauf. Und man sieht, jetzt bewegt sich die Erde. Und, ja, dreht sich hübsch herum. Ich finde das sowieso cool, die Erde mit diesem blauen Schein darum und so. Ist echt genial gemacht. Weiterhin haben wir hier, wenn man einmal den linken Button hier anschaut, haben wir hier den Location-Finder. Der findet halt, wo wir gerade sind. Ich gebe den hier mal an und zack, hat er mich schon gefunden. Kiel sieht man hier, denke ich. Das ist auch mit drin. Und dann haben wir natürlich noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Gehen wir hier mal nach Einstellung. Hier haben wir dann zum Beispiel die World-Zeit, also die Weltzeit und das Wetter. Wir schauen hier mal, man kann noch mehr Städte hinzufügen, die man dann hier durchschalten kann. Man kann die Temperaturangaben umschalten. Es gibt hier Celsius und Fahrenheit. Wir gehen hier auch nochmal ein Stück rein. So. Hier gibt es Fahrenheit und Celsius, wie gesagt. Dann hat man hier die Windspeed-Einstellung. Man kann wählen mph, kph, ms und Knoten. Dann hat man hier noch die Option, die Wolken live anzuschauen. Haben wir hier drin, also aktiviert. Man sieht, wenn man das letzte Wolken-Update gemacht wurde, am 23.10.2035, also noch nicht so lange her. So, jetzt kann man noch ein paar Einstellungen zum Display vornehmen. Man sieht hier Show Sunrise Time, also die Zeit des ganzen Sonnenaufgangsuntergangs. Dann kann man hier noch die Nachtclouds, also die Nachtwolken, kann man dann bright sehen, sprich die sind ein bisschen heller gemacht, wenn man das dann besser erkennt. Und man kann diesen Autolog, ja,
deaktivieren, sodass er sich in Dauerfall selbst lockt. Wenn man hier noch gucken kann, man kann ja noch Double Tap Earth machen. Sprich, wenn man doppelt draufklickt, würde dann die Erde, ja, würde dann die Erde, der ganze Bildschirm ein bisschen gedimmt werden. Das ist auch schon die ganze App an sich. Aber die kostet erst so 79 Cent und ist genial gemacht. Also ich finde, das sieht echt cool aus. Ich klicke immer und gehe mal, die Erde natürlich live ist nicht schlecht. Ja, App kostet 79 Cent, ist universal nutzbar auf allen Geräten und sieht überall auch genial aus. So, kommen wir zur zweiten App. Die ist, wie gesagt, hier unten, Awaken. Diese kostet momentan 1,59 Euro im App Store, steht für besondere Zeit. Ich weiß nicht, ob das schon immer so ist, keine Ahnung. Starten wir dies einfach mal. Es ist, wie gesagt, auch eine Universal App, also auch universal nutzbar. So, was haben wir hier in der Taschenlampe? Das kommt erst später. Was wir hier sehen, ist die Zeit. Das ist der Wecker im Grunde. Wenn wir mal gucken, da sieht ihr, wie gesagt, die Zeit 20:52, das sollte hinkommen. Und SA für Samstag oder Saturday, wie man es nimmt. Man kann hier auch schon einige Einstellungen treffen. Awaken ist im Grunde eine App, die hat viele Funktionen. Natürlich die Uhrzeit anzeigen, die man dann noch beliebig dimmen kann. Hier ist es ganz hell, sieht man noch die anderen Tage leicht durchscheinen. Aber man kann es natürlich auch ganz dunkel machen. Und halt, ja, wenn man es vielleicht im Dunkeln noch hat, ein bisschen mittel, so ist es dann eigentlich besser. So, man hat dann hier noch die Möglichkeit, einen Alarm festzusetzen. Man sieht dann hier, hier steht hier Tippen. Kein Alarm vorhanden momentan. Ich brauche momentan noch keine Schule. Montag geht's wieder los. Ah. Und ja, gucken wir einfach mal rein. Ich gehe auf Alarme Plus. So, jetzt bekomme ich einige Einstellungsmöglichkeiten. Gucken wir einmal wieder rüber. Man sieht hier ganz normal oben natürlich abbrechen und sichern. Dann kann man hier den Alarm aktivieren. Machen wir natürlich in dem Fall. Man kann wählen, ob es wiederholt werden soll, also die Tage. Man kann es jeden Montag machen, jeden Dienstag und so weiter. Dann kann man hier Musikton wählen. Man kann hier zum Beispiel, also man kann hier Songs aus der eigenen Bibliothek hinzufügen. Es ist alles Mögliche möglich. Man kann hier viele Einstellungen treffen. Ich kann hier ein Lied raussuchen und sage fertig. Und es ist hier so mit drin. Und ich kann natürlich einen Ton wählen. Das sind vorgemachte Töne. Mal gucken, ob man das hört. So, ja. Und das sind halt einige Sachen, die man auswählen kann. Wir machen jetzt zum Beispiel hier mal in dem Fall den hier und gehe wieder zurück. Dann kann man die Lautstärke einstellen des Alarms. Ja, machen wir mal ganz schön laut. Und noch eine Beschreibung hinzufügen, machen wir es in dem Fall nicht. So, unten kann man natürlich noch die Zeit festsetzen, wann das Ganze losgehen soll. Ich weiß nicht, wie ihr es jetzt erkennt, ist glaube ich ein bisschen weiß. Man kann halt ganz normal die Stunden und Minuten auswählen, machen einfach mal 20.55 Uhr oder 56 und sichern das Ganze. So, jetzt kommt der Alarm hier hinzu und deshalb gehen wir nochmal nach rechts weiter. Wir warten, bis der Alarm kommt. So, hier sehen wir den Sleep Timer. Hier kann man wählen, weil man zum Beispiel jetzt abends im Bett liegt und noch Musik hören möchte, kann man das hier zum Beispiel reinpacken. Man sieht hier links schon mal ein paar Einstellungen zum Sleep Timer. Man kann die Lautstärke wählen. Man kann wählen, ob die Lautstärke über die Zeit verringert werden soll. Man kann die Helligkeit verringern lassen. Man kann eine zufällige Musikwiedergabe, das ist dann jetzt hier der Punkt, sprich, dass man hier, wenn man hier eine Liste hat, dass hier zufällig durchgegangen wird. Und man kann das CD-Cover anzeigen, wenn man jetzt hier auf Wecker unten gehen würde, wieder würde man statt der Uhrzeit das Cover sehen. So, auch hier kann man den Sleep Timer natürlich starten mit dem Button dort und da unten kann man dann die Zeit wählen, bis der eingehen soll. Auch hier kann man wieder Musik hinzufügen, ganz normal wieder Song hinzufügen. Aber ich glaube, das brauche ich hier mal nicht zeigen. Man kennt es ja, Song auswählen, hinzufügen, fertig. Hier haben wir ihn drin. Gehen hier auf fertig und würden dann den Sleep Timer starten. Und mehr ist das auch gar nicht. Man kann natürlich noch die Taschenlampe starten. Sieht man, kommt also eine komische Taschenlampe, die leuchtet auf. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir nochmal kurz, ob wir die Einstellungen noch schaffen. Oder auch nicht, ich weiß es jetzt gerade nicht. Könnte irgendwann von der Zeit 20:56 geht der Wecker los. Warten wir also gleich einfach noch ein kleines Stück. Geht er relativ schnell bis 20:56. Die Einstellungen sind ganz normal aufgegliedert. Man hat hier allgemein Wecker, Alarm und Taschenlampe. Allgemein ist die Info, man kann Autolock deaktivieren. Jetzt kommt gleich der Wecker bestimmt. Hier kann man die Wecker-Einstellungen machen, die kann man dann wählen, wie das Ganze nachher dargestellt worden soll. Und da kommt der Wecker. Ja, das ist das gute Stück. Jetzt müssen wir das Ganze beenden.
und dann würde es ausgehen. Gehen wir wieder rein. So, jetzt ist es gestoppt, jetzt haben wir es. Und das für deinen Alarm. Gehen wir zurück in die Einstellungen. Da haben wir, wie gesagt, den Wecker. Dort können wir sehen, wie das Ganze dargestellt werden soll. Man hat hier die Wahl zwischen grünes LCD, Bernstein-LCD, oranges LCD, also verschiedene Farben. Man kann ja die Klappzahlenuhr aktivieren, die sieht dann so aus. Und ja, gehen wir nochmal weiter. Wir haben dann auch die Alarmeinstellungen. Alarm ist dann, wie das Ganze aussehen soll. Zufällige Musikwiedergabe, CD-Cover anzeigen, man kann schlummern, wählen, ob man, wie lange man schlummern möchte, wenn überhaupt, man kann es aber auch deaktivieren. Schlummern ist, wenn man jetzt Alarm angeht, man drückt unten diesen Schlummern-Button, dann wartet das Ding noch 10 Minuten und dann zum Beispiel weckt es einen erst. Taschenlampe, kann man noch wählen, welche Farbe das Ganze sein soll. Man hat hier Auswahl zwischen Weiß, Blau, Grün, Orange, Rot, Pink und Violett. Wir machen mal Weiß an hier, gehen auf Taschenlampe und das Ganze leuchtet dann Weiß. Ja, das brauchen wir nicht unbedingt, aber der Rest ist interessant. Und ja, die App kostet, wie gesagt, momentan 1,59 € und ist Universal. Und das war's auch schon von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen zuzuschauen. Ich hoffe, ihr habt einige Inspirationen sammeln können für eure nächsten App-Käufe. Und dann war's das an der Stelle auch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Abonniert mich beim Mr. Gabel Video und natürlich auch dem Tobias. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, tschüss, bye bye und adios.